Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma Fechner Sicherheitstechnik GmbH und Co. KG aus Dresden. Mein Name ist Albrecht Fechner, bin der Namensgeber sozusagen dieser Firma. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mal zu einem Thema, wo ihr vielleicht nie denkt, dass wir das machen. Aber deswegen, gerade deswegen wollten wir euch da mal drauf stupsen. Gegensprechanlage. Mehrfamilienhäuser, Einfamilienhäuser, ihr habt das vielleicht schon oder ihr kennt es auf jeden Fall. Das heißt, draußen gibt es eine Klingel, drinnen gibt es irgendwo einen Innenteil, ein normales Telefon oder jetzt eben auch mit Video. Ich zeige es euch nochmal genauer gleich. Das machen wir auch. Wir machen es allerdings nur von der Firma Siedle. Siedle, ich sage es jetzt mal in einfachen Worten, ist wirklich im obersten Segment angesiedelt. Macht von der Qualität natürlich ganz tolle Sachen. Allerdings ist eben auch der Preis, bin ich ehrlich, schon sehr weit oben angesiedelt. Also für einen klassischen Wohnungsbau ist Siedle wahrscheinlich nicht das Richtige, aber ich sag mal für Einfamilienhausbesitzer, besonders wenn man so ein bisschen im Design unterwegs ist oder viel Wert legt auf tolle Architektur oder eben auf tolles Aussehen, dann seid ihr bei Siedle auf jeden Fall richtig. Siedle kann eigentlich alle Wünsche erfüllen, die ihr so habt an der Gegensprechanlage. Es gibt also zum Beispiel solche fertigen Module hier, gleich mit integrierten Briefkasten. Das heißt, kann da schon jemand die Post reinwerfen. Wir haben hier eine Kamera installiert. Wir haben hier ein Gegensprechfeld. Ne? Wir brauchen ja ein Mikro und einen Lautsprecher. Wir haben hier eine PIN-Code-Tastatur. Die könnte jetzt zum Beispiel eine Tür ansteuern. Wenn ich den richtigen PIN-Code eingebe, dann gibt die eben frei. Kann ich euch dann draußen gleich nochmal zeigen. Ich habe noch die Hausnummer hier mit. Ich habe noch ein Freifeld. Könnte ich ein Infofeld machen. Kann ich euch auch draußen gleich nochmal zeigen. Und ich habe jetzt hier eben zum Beispiel mal zwei Klingeln, lässt sich aber auch erweitern. Es gibt also auch drei Klingelmodule und ich kann die natürlich so groß bauen, wie ihr es braucht. Also habt ihr jetzt ein Haus mit 20 Wohnungen, bauen wir das eben entsprechend groß, kein Problem. Das ist jetzt mal die klassische Siedlerlinie. Es gibt dann noch die Stil-Siedlerlinie, da ist eben alles aus Edelstahl gefertigt, ist dementsprechend auch ein bisschen teurer. Aber es gibt eben Objekte, wo das auch wirklich passt. Sonst sind wir eigentlich mit dem klassischen Siedler sehr zufrieden und das ist auch so das, was wir am meisten verkaufen. Wir machen jetzt mal hier, wir haben eine Kamera integriert und um euch mal zu zeigen, was es so für Innenmodule gibt, klingeln wir jetzt mal. Und hier haben wir zum Beispiel jetzt mal ein Innenmodul, was an der Wand hängt, wo das Kamerabild gezeigt wird. Ich kann über diese Taste jetzt gegensprechen mit demjenigen, der draußen ist. Ich kann, jetzt haben wir eine Rückkopplung, ich kann hiermit die Tür freigeben, ihr hört das durch das Summen, das wird jetzt natürlich nur simuliert, also in dem Moment würde jetzt euer Gartentor aufgehen oder eure Haustür würde aufgehen, zum Beispiel mit dem Mediatorschloss, was wir euch in einem anderen Video schon mal gezeigt haben. Es gibt aber auch die klassische Innenstation, das ist ja jetzt eine ohne Telefonhörer. Es gibt auch die mit dem Hörer, genauso mit dem Video-Innenfeld. Ja. Das Ganze gibt es dann in mehreren Optiken. Ja, also es gibt diese hochwertigen Innenstationen, es gibt dann noch diese sogenannte Basic-Reihe. Das ist im Grunde genommen das Gleiche, bloß eben ein bisschen abgespeckter. Ne? Also nie mit Edelstahlfront, sondern eben dann mit einer weißen Plastefront als Innenstation ohne Video, Innenstation mit Video. Hier wieder das Gleiche, wenn ich kann Freigabe drücken, dann wird eben die Tür geöffnet. Genau, das gibt es in unterschiedlichen Optiken. Ihr seht, das gibt es in Schwarz-Hochglanz, wo es hinpasst, gibt es in Edelstahl. In Weiß, wir haben hier mal in Rot hingehangen in unserer Musterwand. Also es gibt hier unendlich viele Ausführungen. Gibt dann auch das Klingelmodul einzeln so. Das wäre jetzt mal die klassische Variante für ein Einfamilienhaus. Also auch hier wieder Hausnummer, Gegensprechfeld, Klingel. Wollte schon sagen, geht gar. Doch, klingelt ihr in dem Moment jetzt nur an dieser Endstation ohne Video. Ist ja auch keine Videokamera dran. Und hier wieder das Gleiche. Ich kann mit demjenigen reden. Ich kann die Tür freigeben, leichte Rückkopplung, weil sie so nebeneinander hängen. Ne? Bei euch würden sie nie so nebeneinander hängen. Ich würde euch gerne draußen nochmal zeigen, wie unsere Gegensprechanlage aussieht, weil das ist auch spannend. Wir haben uns natürlich da ein bisschen ausgelebt. Wenn wir sowas schon verkaufen, wollen wir euch das auch alles präsentieren. Und würde euch oben nochmal was zeigen. Da haben wir das Ganze nochmal in Messing und vielleicht auch nochmal das tolle Innengerät, weil es gibt von Siedler ein Innengerät, was ich als Decktelefon nutzen kann. Also sprich ganz normal zum Telefonieren, Festnetztelefon. Okay. Ach, weil ich nicht richtig. Okay, sorry. Gerade nochmal gemacht. Als Decktelefon, was ich zum Telefonieren nutzen kann. Aber ich kann eben dort auch das Videobild von der Gegensprechanlage sehen und ich kann sogar die Tür öffnen über dieses Decktelefon. Das gibt es von Siedle komplett. Und was es jetzt auch neu gibt von Siedle, ist ein sogenannter Smart Gateway. So nennt das Siedle. Das bauen wir praktisch hinter diese Gegensprechanlage und integrieren diese dann aber in euer
Netzwerk und dann könnt ihr über eine Siedle-App auf dem Handy, iPhone und Android praktisch genauso sehen, wenn jemand bei euch klingelt, könnt die Tür öffnen, könnt mit diesem kommunizieren. Also bringt praktisch diese Gegensprechanlage ins Internet, auf gut Deutsch. Ne? Das ist dann der Siedle Smart Gateway. Würde trotzdem sagen, wir gehen jetzt mal vor an unsere Eingangstür hier. Da haben wir eine tolle Siedle Stilanlage und da zeige ich euch auch noch mal ein bisschen was. Das ist jetzt mal die Gegensprechanlage von uns, von unserer Niederlassung hier auf der Udestraße 5 in Dresden. Wie ihr seht, wir haben die 5 eingravieren lassen. Wir haben uns das Klingelfeld speziell gravieren lassen. Beide gelten hier als Klingel. Das haben wir dann nachträglich mal noch gemacht, weil viele bei dem Logo immer dachten, das kann man nicht drücken. Aber ich kann das Logo sehr wohl drücken und es klingelt. Ne? Das gleiche gilt jetzt, wenn ich hier unten drücke, dann klingelt es auch. Wir haben hier nochmal ein Infofeld drin, wo man also nochmal dem Kunden sagt, wann sind wir überhaupt hier erreichbar. Wir haben hier einen Wandleser. Hier kann ich meinen Chip davor halten, weil wir haben ja alles bei uns mit Zutrittskontrolle gemacht. Übrigens, da haben wir schon einige Videos dazu gemacht. Siemens Voss, Salto, könnt ihr euch mal angucken. Kann ich mir den Chip hier davor halten, dann öffnet er mir die Tür. Sollte ich keinen Chip haben, kann ich auch einen PIN-Code eingeben. Das kann ich jetzt euch sogar mal vormachen. Und dann steuert er den Summer an. Und ich kann auch meinen Finger nehmen. Dann gehe ich mit meinem Finger drüber und der steuert den Summer an. Ich wollte schon sagen, warum, was ist jetzt los, ist so dreckig. Na, also wirklich Finger drüber ziehen und wird kurz ausgewertet und steuert den Summer an. Ist für den täglichen Gebrauch natürlich super. All das gibt es von Siedle, das mal nur als Beispiel für die Steel-Variante. Jetzt gehen wir nochmal hinter, da habe ich noch ein anderes Beispiel für euch. Hier haben wir jetzt meine Siedle Vario-Anlage, das ist diese modulare Anlage. Genauso haben wir uns auch wieder selber zusammengestellt. Wir haben hier eine Klingel, das heißt, hier kann ich klingeln. Dann geht eben die Klingel innen an. Ich habe ein Gegensprechfeld, ich kann also von Ferne jetzt mit jemandem kommunizieren. Wir haben auch hier wieder eine PIN-Code-Tastatur uns eingebaut, also auch hier kann ich den Summer ansteuern, indem ich einfach den richtigen PIN eingebe. Und dann geht der Summer an und das kleine Infofeld, wo auch wir wieder sagen, wann sind wir überhaupt hier erreichbar. Das ist das, was wir jetzt hier haben. Ach so, und noch ein kleines Lichtfeld, ich wüsste ja gar nicht. Nee, ich glaube der... Also das Licht wird schon angesteuert, aber dadurch, dass es jetzt hell ist, ja, gibt der Sensor das gar nicht frei. Normalerweise geht dann hier eine Lampe an. Das kann man also auch so kombinieren. Gut, gehen wir mal hoch, zeige ich euch nochmal die Messinganlage. Es gibt dann auch Sonderformen. Das hat also jetzt nichts mit dem klassischen Siedle-Produktspektrum zu tun. Das sind wirklich Sonderanfertigungen für ja, besondere Objekte, ne? Messing poliert oder hier mal Bicolor, also schwarzer Chrom mit Messing. Da ist aber die Nachfrage wirklich geringer geworden über die Jahre. Das heißt also, ist auch bei Siedle aus dem Standardspektrum raus. Kann man heute noch haben, muss man aber gesondert anfragen. Aber das gibt es eben, wie gesagt, auch. Und dann würde ich jetzt nochmal ganz schnell das Handtelefon holen. Ja, das ist ein normales Telefon. Normales Decktelefon, ne? Also es ist ein normales Decktelefon. Und jetzt sieht man eben hier Türruf und jetzt wird auch hier gleich das Videobild eingeblendet. Ne? Wir können das hier auf dem Bildschirm, das Videobild von der Tür vorne sehen, aber ich habe es halt mal als tragbares Gerät, kann es überall zu Hause mitnehmen und kann jetzt auch hier die Tür, hört mal genau hin. Hört man das? Genau, auch freigeben. Ne? Also das ist auch eine schöne Lösung von Siedle. Das ist auch sowas, wo ich will es nicht so viel behaupten, bin ich jetzt ehrlich. Aber von dem, was ich jetzt weiß, ist das auch der einzige Hersteller, der sowas hat. Also, dass man so ein tragbares Telefon hat für seine Gegensprechanlage. Aber wie gesagt, über den Wireless Gateway kann man Siedle mittlerweile auch aufs Handy schalten. Und das ist eigentlich sogar vielleicht ein bisschen moderner noch als das jetzt. Das war eine Vorstufe, gibt es immer noch, aber gut. Ja, ich denke, wir schließen das Video oder beenden das Video an der Stelle. Wenn euch das gefallen hat, das Thema Siedle, wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, schreibt uns in die Kommentare unter das Video, schreibt uns auf vertrieb@faegner.de oder ruft uns an. Wir beantworten das gerne alles. Wenn euch da noch mehr interessiert, genauso sagt uns das, dann gehen wir auch nochmal ins Detail, wenn das notwendig ist. Ich denke, so für den groben Abriss reicht das erstmal. Was bleibt mir zu sagen? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann lasst mir ein Like da. Ich würde mich riesig freuen für über ein Like. Also jeden Like, den ich sehe von euch, da freue ich mich wirklich, ohne Mist. Und über ein Kanalabo würde ich mich genauso freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und ganz wichtig, bleibt sicher. Bis dann. Ciao.